US-Außenminister Rex Tillerson und sein britischer Kollege Boris Johnson haben ein Ende der Gewalt in Myanmar gefordert. Sie riefen die Regierung dazu auf, die Verfolgung der Rohingya-Minderheit in dem Land zu verurteilen. Amnesty International veröffentlichte Satellitenaufnahmen und andere Dokumente, die Brandstiftung von Rohingya-Dörfern und weitere Gewalttaten belegen sollen. Es gibt im Staat Rakhine ethnische Säuberungen gegen Rohingya. Amnesty International liegen Satellitenaufnahmen, Daten von Branderkennungssystemen, Fotos und Augenzeugenberichte von Geflüchteten vor. Es herrscht eine massive Kampagne der verbrannten Erde, um die Rohingya aus dem Staat Rakhine zu vertreiben. Juristisch ausgedrückt seien es Verbrechen gegen die Menschlichkeit, erklärte Amnesty. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte hatte zuvor von einem Paradebeispiel für ethnische Säuberung gesprochen. Die muslimischen Rohingya werden von Myanmar nicht als Staatsbürger anerkannt. Seit dem Ausbruch der Gewalt am 25. August sind nach Angaben der Vereinten Nationen rund 400.000 Rohingya in das Nachbarland Bangladesch geflohen. Rund 60% der Flüchtlinge seien Kinder. Es fehle akut an allem, besonders an Unterkünften, Essen und sauberem Wasser.